Hallo mein Lieben, ich bin's wieder. Na, alles klar bei euch? Wenn ihr euch fragt, was ist das für eine Videoqualität? Ich habe eine neue Kamera. Mal gucken. Fokus, komm rüber. Ja, fokussiert sie. Ah. So sieht mein Auge aus und meine Wimpern. Cool, ne? Oh Gott, bin ich hässlich. Ich weiß, ich habe mich vorhin geschminkt, aber irgendwie ist alles wieder weg. Wir machen heute Crispy Chicken. So, na gut, Chicken ist das nicht, aber es ist halt so Puten, Brustfilet mit einer Panade. Cornflakes-Panade, wie sich das anhört. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal, was ihr dafür braucht. So, ich zeige euch jetzt mal, was wir dafür brauchen. Einmal so Putenbrustfilet. Putenbrustfilet? Ja, Puten. Irgendein Putenbrust. Scheiß. Dann getrocknete Chili. Meersalz mit Lavendel, könnt auch normales nehmen, Olivenöl, Salz, Pfeffer und ja, so Cornflakes, hier so welche. Am besten ungesüßt, also die nach nichts schmecken. Ja, dann fangen wir an. Wir schneiden das jetzt klein. Ich ekel mich vor solchen Sachen. Das ist ekelig. So, ihr macht die in ungefähr so welche Stücken. Ich habe mir ein bisschen was schon vorbereitet. Also so soll es ungefähr aussehen. So kleine handliche Stücke. Dann nehme ich einfach das Ding. Das ist halt so ein ganz großes Ding. Schneide ich erstmal das ganze Fett weg, das habe ich hier schon gemacht. Und ja, gut. So, ich muss gerade mal gucken, wie ich das schneide. Also, ich schneide hier erstmal hier so Streifen raus. Aber das Gefühl beim Schneiden ist auch so eklig. So, dann müsst ihr gucken, ob die Größe euch so reicht, aber das finde ich noch ein bisschen zu groß. Ich mache dann von jedem, schneide ich nochmal die Hälfte so ab. Und vorsichtig, Kinder, nicht die Finger schneiden. Das wäre ein bisschen scheiße. Also wundert euch nicht, wenn ich mit der Kamera ein bisschen durcheinander komme. Ich habe die heute neu gekauft. Ja. So, dann haben wir es klein geschnitten. Also in ungefähr, tja, so 2x2 cm Stück ungefähr. Ja, und dann zeige ich euch gleich mal, wie man es mariniert. So, das die Putenbrustfilet-Dinger haben wir ja schon klein geschnitten. Jetzt kommen wir zum Marinieren. Ich habe hier ein bisschen was schon vorbereitet, aber wir machen zusammen nochmal was. Dann braucht ihr erstmal einen Möser. Heißt es Möser? Möser.
oder keine Ahnung. Dann nehmt ihr eine Chilischote, so eine getrocknete, falls es mal fokussiert. Fokussieren. Den Fokus kann man rufen. So. Die Dinger sind echt scharf, Leute, also passt auf. Falls sie nicht, also falls es so große Stücke sind, dann in den Möser. Möser. Und Möser das. Das macht Spaß. Also ich demonstriere euch ein bisschen, wie es geht. Ich mache es jetzt nicht rein, weil ich da schon was rein gemacht habe. So, und es ist halt klein. Oder ihr könnt euch gleich klein gehacktes Chili kaufen. Dann macht ihr alles in dem Gefäß rein. Hier. Macht dann ein bisschen von eurem Meersalz. Natürlich von der Chilischote. Also ich habe jetzt hier für das ganze Fleisch, das waren, wie viel Kilo war das? Ungefähr ein Kilo. Also haben zwei so kleine Dinge gereicht. Weil sonst wird es zu scharf. Ja. So. Und jetzt kommt noch ganz viel Olivenöl rein. Also ob ihr zu wenig macht, okay, zu wenig wäre ein bisschen scheiße. Aber wenn ihr zu viel macht, dann wäre es halt nicht schlimm. Also Hauptsache, es wird alles bedeckt. Da mache ich noch ein bisschen Pfeffer rein. Und noch ein bisschen Salz. Und wie viel Olivenöl drin ist, kann man ungefähr hier so sehen. Es ist wirklich ungefähr 10, 20 Teelöffel. Ihr müsst gucken, das Überschüssige könnt ihr auch wieder wegwerfen, das ist ja nicht so schlimm. Aber Hauptsache, die ganzen Putendinger sind bedeckt damit. So, dann ziehe ich noch meinen Handschuh an, weil ich das noch ekliger finde, da rumzupumpen mit der nackten Hand. Vorführeffekt. So, und dann verrühre ich das alles. Ich würde das mehr unterheben, als ja, alles ja, durchzuvermengen, weil wenn ihr zu hart rangeht, dann reißen die Fasern von dem Putenzeugs und die werden halt nicht so schön. Es riecht auch sehr, 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 sehr lecker. Also optional könnt ihr auch ein bisschen Rosmarin reinmachen. Mache ich jetzt ein bisschen. Ich habe nur einen Teelöffel genommen. Dann ist es auch ein bisschen besser gewürzt, weil die Gewürze, also ihr müsst das jetzt eine Stunde einziehen lassen, die Marinade, im Kühlschrank. Und ja, so ziehen die ganzen Gewürze ein, zum Beispiel auch das Rosmarin zum Beispiel. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ihr könnt auch jeden, keine Ahnung, was ihr mögt. Ihr könnt auch Curry oder
Okay, Curry wäre, glaube ich, ein bisschen eklig. Vielleicht Oregano, keine Ahnung. Ihr könnt da eigentlich reinhauen, was ihr wollt. Es zieht ja auch so schön ein. So, das war's dann. Das sieht dann so aus. Sieht ein bisschen low aus. So. Und das legt ihr dann für eine Stunde in den Kühlschrank. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, kommen wir jetzt zur Panade. Die machen wir aus Cornflakes und in dem Mörser machen wir es klein, weil so sind die Flocken eigentlich noch zu groß. So. Sorry. Ich schätze mal, ihr braucht ungefähr für 1 Kilo Puten oder Hähnchen oder was ihr auch nimmt, braucht ihr ungefähr eine ganze Packung. Also es variiert immer. So, dann habe ich ein bisschen was reingemacht. Also ich habe erstmal, dass es gut gefüllt ist. Wenn ihr so ein Ding nicht habt, dann könnt ihr es eigentlich auch in eine Tüte reinstecken oder in ein... Ach komm, sag schon. In eine Tüte oder... sorry, in ein Küchentuch und macht es zu und könnt dann irgendwie draufkloppen oder draufhauen. So, dann schlägt ihr ein bisschen drauf und dann rühren. Sorry. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr Chili irgendwo bearbeitet. Natürlich atmet ihr das auch alles ein. Ich habe hier vorher Chili zerstoßen und jetzt kommt alles in die Nase rein. Sorry. So, dann macht ihr alles auf den Teller drauf. Den Mörser könnt ihr auch wieder zurückstellen, also woanders. Sorry. So, dann nehmen wir unsere Putenstreifen-Dings. Sorry, diese Chili, die hat mich echt umgehauen. Dann, so, ich nehme euch jetzt mal näher ran. So, dann wetzt ihr das einfach da drinne. Durch die Marinade hält das natürlich alles. Und ihr könnt noch ein bisschen drauf drücken. Streut etwas oben drauf und drückt drauf. So. Dass auch von allen Seiten auch alles gut paniert ist. So, das erste Stück ist fertig. Sieht das nicht goldig aus? So, ich mache dann noch ein Stück mit euch zusammen. Also, ihr nehmt das Stück, legt es ein und wälzt es erstmal da drinnen. Sorry. So, dann macht ihr wieder Panade oben drauf. Sorry. Ey, diese Chili, die hat mir irgendwie den letzten Rest gegeben. Oh. Wie viel Mal habe ich schon genießt? 20 Mal? So, alles schön drauf drücken. So, und ja, eure Stücke sind fertig. Und dann gehen wir gleich rüber zum
Panieren! Yeah! Sorry, ich habe gerade gesagt, wir gehen rüber zum Panieren. Aber wir haben ja gerade paniert. Das nennt man Panieren, wenn man das hier so drin wälzt. Wir gehen zum Braten bzw. Frittieren. Oder wie viele sagen, zum Backen. Yippie! So, dann sind unsere Hähnchen gedünstet und fertig. Unsere Crispy Chicken nenne ich sie mal. So, dann machen wir unser Herd bzw. Induktionsherd an. Ich habe jetzt hier ein Induktionsherd und ich habe den immer noch nicht verstanden. Dann mache ich auf dem Booster. Ich weiß nicht, ob das jeder hat. Dann machen wir nochmal Rapsöl. Oder ihr könnt auch Sonnenblumenöl. So viel, bis die Crispy Chicken drin schwimmen können. Also ich sag mal ungefähr ein Zentimeter. Ja, wie gesagt, so ein Induktionsherd, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie es geht. Also da ist so ein Booster-Knopf. So ein Booster ist, dass sich das halt schnell aufheizt. Und dann, also wenn sich das Öl so ein bisschen aufgeheizt hat, dann dreht der auf Stufe 8 runter. Ich weiß jetzt nicht, aber ob alle Achter gleich sind, aber ihr wisst ja ungefähr, wie euer Induktionsherd ist. Beziehungsweise euer normaler Herd. Ja, mit einem Holzstäbchen könnt ihr auch gut überprüfen, ob es heiß ist. Dann macht ihr einfach nur ein Holzstäbchen rein und guckt, ob es Blasen ergibt. So, dann habe ich jetzt auf Stufe 8 runtergeschalten. Jetzt mache ich unsere Crispy Chicken rein. Ui, guck mal, wie schön das fotografiert, fokussiert. Vorsichtig, nicht Finger verbrennen. Nicht wundern, ich würde es mit Essstäbchen wenden. Weil wir eine beschissene Zange haben, die das ganze Fett aufsaugt. Dann lässt es ungefähr 2 Minuten drinne, bis sie so ungefähr goldbraun sind und ihr könnt sie dann auch dann wenden. Oder auch 1 Minute. Ihr müsst halt gucken, wie euer Herd so drauf reagiert. Oh nein. Was denn? Kann noch ein bisschen? Also ihr wisst ja ungefähr, wie goldbraun aussieht. Ich brauche euch das ja nicht zu zeigen. Beziehungsweise ihr werdet es gleich sowieso sehen. Aufpassen, wenn Kinder in der Nähe sind, ne? Bitte in Sicherheit bringen. Es spritzt ein bisschen. So, jetzt sehen die schon gut aus. Jetzt können wir die umdrehen. Oder wenn ihr eine Zange habt, liebe Leute, dann besorgt euch... Ne, wenn ihr keine Zange habt, dann besorgt euch eine Zange. Oder wenn ihr eine Scheißzange habt, dann besorgt euch eine gute Zange. Hm.
halt, wie gesagt, ich würde es mit Rapsöl oder Rapsöl oder Sonnenblumenöl machen. Aber bitte nicht mit Olivenöl, weil dann kann eure Küche sehr schnell stinken. Ihr sollt generell nichts frittieren damit. Ja. So, wir gucken nochmal drauf. Kann noch ein bisschen. Ihr könnt auch theoretisch, wenn ihr eine Fritteuse habt, könnt ihr es auch da reinschmeißen. Aber so tut es eigentlich auch. Also so, dann überprüfen wir das mal. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann können die raus. So, dann sind wir fertig. Natürlich ausmachen. Ich würde euch nochmal empfehlen, das auf ein Zebertuch abtropfen zu lassen. Wegen überschüssigem Fett und so. So, Moment, ich drehe euch mal kurz. Dass ihr auch alles so schön sehen könnt. Jetzt muss ich selber sehen, ob man es sieht. Na, jetzt sieht man meinen Bauch. Ich komme noch nicht richtig mit der Kamera klar. So, ich schneide dann eins mal auf. Dann könnt ihr es von innen sehen. So. Also erinnert ein bisschen an Chicken Nuggets. Sind aber viel krosser. Und echt lecker, Leute. Ich sag's euch. Mit ein bisschen Barbecue-Soße oder Ketchup. Einfach nur der Hammer. So, und fertig sind wir mit den Crispy Chickens. Es sieht so aus. Kann man es sehen? Eins fällt schon runter. Oh Mann. So. Ich zeige es euch nochmal so in die Kamera. So sieht eins aus. So sieht das aus. Ich werde es jetzt mal probieren. Er schmeckt sowas von gut, Leute. Ich esse sowas eigentlich nur bei Extrablatt. Also sind so auch so Crispy Chicken. Aber ich finde, meine schmecken besser. Muss man sich mal ein bisschen überlegen, ne? Also. Na gut, meine Lieben. Das war's. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare dalassen wollt zu der neuen Kamera. Wie gesagt, es tut mir leid, ich kenne mich noch nicht so gut mit der Kamera aus. Ich habe sie erst seit ein paar Stunden. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mattia.